Einen wunderschönen guten Abend, liebe Handballfreunde aus Sandkruch. Ich begrüße Sie recht herzlich und ich begrüße natürlich meinen Gesprächspartner Henning Sohl genauso herzlich. Hallo Henning. Hallo Jürgen. Wir haben ein paar Wochen Pause gehabt. Das war jetzt nicht unbedingt dem Umstand geschuldet, man könnte es vielleicht meinen, dass wir sportlich uns weiter auf Talfahrt befinden, sondern es hatte rein organisatorische Gründe, sage ich mal so. Sportliche Situation ist allerdings das Stichwort. In der Saison will es einfach nicht laufen. Seit unserem letzten Talk, der war Ende März vor dem Spiel gegen SVGO Bremen, sind wir viermal angetreten und haben das Parkett viermal als Unterlegener verlassen. Mhm. Zuletzt gab es eine knappe 29:30 Niederlage gegen Friedrichshain, soll wohl ein enges Spiel gewesen sein. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war mal bei diesem Spiel nicht zugegen. Wie siehst du die derzeitige Situation? Schaffen wir es nochmal in den letzten beiden Spielen einen Sieg zu schaffen? Ja, die Frage würde ich ganz gerne teilen. Also du hast einmal, dass diese vier Spiele, die wir jetzt gespielt haben, die muss man ja auch ein bisschen unterscheiden insofern, dass man sagen muss, dass gerade das vorletzte Spiel, das Derby gegen TV Nährstedt, was wir hier zu Hause hatten, und auf der anderen Seite das Spiel jetzt in Petershain, haben wir ja zu großen Teilen ohne Robert Langner, ohne unseren eigentlichen Führungsspieler oder einen unserer Führungsspieler spielen müssen, der sich ja in dem Derby gegen Nährstedt in der 40. Minute eine rote Karte mit Bericht eingehandelt hat. Ja. Gut, da brauchen wir nicht lange drüber reden, dass die sehr unnötig war. Und das ist natürlich schwächt, weil er bis zum Saisonende dann gesperrt ist. Und das heißt, im Petershain-Spiel hat er uns schon gefehlt. Und jetzt gegen Achim Baden zu Hause und in Kloppenburg beim Derby am Schluss wird er uns auch fehlen. Das ist natürlich ganz klar eine Schwächung für die Mannschaft. Auf der anderen Seite wäre es eine billige Ausrede zu sagen, wir hätten den Petershain deswegen verloren. Weil auch das wurde nach dem Spiel so ein bisschen kolportiert. Mit Langner hättest du ja das Spiel gewonnen. Das muss alles erstmal bewiesen werden. Ich fand, das habe ich auch gesagt, dass wir das Spiel in Petershain für uns das beste Spiel seit Wochen war. Wir haben hier zu Hause gegen Bremervörde ja mal so ein kleines Highlight zwischendurch geschafft. Aber das Petershain-Spiel war wirklich gut. Wir haben es ganz unglücklich verloren am Ende. Wir hätten es auch mit einem Punkt oder mit zwei Punkten beenden können. So ist der Sport manchmal, dass es am Ende solche knappen Entscheidungen gibt. Ja, das war, wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf, ich habe es mal nachgezählt, das sechste Spiel in dieser Saison, das wir mit einem Torunterschied verloren haben. Irgendwie schaffen wir es vielleicht nicht so ganz bis zum Ende des Spiels, die Konzentration hochzuhalten. Naja, gut. Klar, das ist ja auch so eine alte Floskel. Wenn du oben stehst, gewinnst du diese Spiele halt alle mit einem. Und wenn du unten stehst, dann verlierst du sie mit einem. Weil es hat ja auch ein bisschen was mit Selbstvertrauen zu tun und das am Ende dran glauben und. Gut, jetzt haben wir es in Petershain knapp verloren. Auf der anderen Seite hat die Mannschaft ganz klar gemerkt, dass sie auch ohne Robert Langner doch sehr gut zusammen spielen kann und kämpfen kann, vor allem miteinander, wenn wir mit einem 5-Tore-Rückstand in die Halbzeit gegangen und haben den nach 10 Minuten egalisiert. Wir werden es jetzt wieder vorbereiten und das zu deinem zweiten Teil deiner Frage. Wir spielen gegen Achim und gegen Kloppenburg. Man muss jetzt nicht vermessen sein. Dadurch, dass jetzt die Tabellenkonstellation durch den etwas unerwarteten Punktverlust von Bahnsdorf Diepholz in Elsfleth letztes Wochenende so geworden ist, dass Achim Baden vielleicht der lachende Dritte wird und damit ihren 9 Minuspunkten, wenn sie jetzt zweimal ihre Spiele gewinnen, da aufsteigen kann, falls Bahnsdorf im letzten Spiel Bissendorf schlägt. Dann hätten die beiden jeweils 10 und Achim nur 9. Darum geht es jetzt auf einmal für Achim Baden richtig um was. Und wenn man dann sagt, für Achim Baden, wo es noch um Aufstieg in die dritte Liga geht, gegen TSG Hatten-Sandkrug, ohne Robert Langner, die im Grunde mit der Saison durch sind, dann wird ein Punkt gewinnen oder zwei hier zu Hause sicher sehr, sehr schwer. Das muss man einfach mal so sehen. Auf der anderen Seite werden wir es auch nicht kampflos abgeben. Denn wir werden uns jetzt da dem Wettbewerb stellen und sagen, mir ist vollkommen egal, wer aufsteigt. Von daher werden wir versuchen, Achim zu schlagen, aber das wird schon eine richtig, richtig harte Nuss. Ja, da gehe ich auch von aus und ich denke, da geht jeder Fan, der am Sonntagnachmittag, das ist eine ganz ungewohnte Anwurfzeit auf 15 Uhr am Muttertag, kann ich gleich mal einfädeln hier, am Muttertag haben alle Mütter natürlich zu diesem Spiel freien Eintritt. Meine wird nicht kommen. Deine Mutter wird nicht kommen. Die ist zu weit weg. Schade, aber ich hoffe, dass wir viele Mütter zu deinem letzten Heimspiel hier auf der Trainerbank in Sandkruch begrüßen können. Du wirst dann hier schon mal offiziell auch verabschiedet werden.
womit wir beim nächsten Thema werden. Seit dem letzten Handball-Talk ist es ja nun endgültig eingetütet. Du wechselst zum VfL Hameln in die Oberliga Niedersachsen. In Hameln hast du schon früher mal gewirkt, zu den Zeiten, als dieser Verein noch in der höchsten deutschen Spielklasse am Start war. Hast du in der Abwehr gestanden. Insofern ist das ja so ein bisschen back to the roots. Ist der Kontakt jetzt erst wieder aufgelebt oder ist der nie abgebrochen? Wie hat sich das Ganze angebahnt? Ja, mit einem Vorurteil muss man mal aufräumen. Ich habe nicht nur in der Abwehr gestanden. Ich habe auch schon ein paar Tore geworfen für den VfL zu den damaligen Zeiten. Ich durfte auch mal über die Mittellinie. Nein, es ist, der Kontakt ist schon abgebrochen, muss man sagen, weil es einfach, wir reden ja über 18 Jahre. Das ist ja schon, ich sehe das ja daher, meine Tochter ist in Hameln geboren worden. Das heißt, sie ist jetzt im März 18 geworden. Daran sehe ich immer ganz gut, wie lange ich da weg bin. Da brechen natürlich schon Kontakte ab, aber dank der Social-Media-Geschichten hat man den einen oder anderen Kontakt immer mal wieder so ein bisschen gepflegt. Ein, zwei Freunde, die ich aus Hameln behalten habe oder die über die lange Zeit gehalten wurden. Ja, Hameln stand nicht auf meiner Agenda, muss man ganz klar sagen. Wir haben ja hier, du hast ja oft gerätselt, wo es denn hingehen könnte, ne? Oder auch einige im Umfeld, stand Hameln lange, lange Zeit nicht auf der Agenda. Es gab einige andere, ihr wart mit den Tipps ja gar nicht so weit weg, die hier mal getroffen wurden. Ich habe mich dann allerdings für dieses Paket entschieden, auch wenn es dem einen oder anderen vielleicht verwunderlich ist, weil er sagte, er wollte doch nach oben, dann geht es die Oberliga Niedersachsen, also im Grunde dieselbe Klasse. Es war ein super Paket, was sie mir da geschnürt haben. Und back to the roots, auch das muss man so ein bisschen relativieren. Ich habe ein Jahr da gespielt. Ja, sicherlich das erfolgreichste des Vereins mit dem Vize-Europapokal-Titel. Das Vize würde ich 18 Jahre später ganz gerne mal streichen, aber es hilft nichts. Es ist halt nur das zweite Platz geworden, aber immerhin auch das erreicht. Und ich freue mich. Es ist eine tolle Erfahrung. Im Juni werden die Umzugskisten gepackt, Mitte Juni noch die Prüfung zur A-Lizenz und dann geht es ins Weserbergland. Und ich habe bei ein, zwei Besuchen festgestellt, wie viele Menschen ich noch kenne da unten. Das war doch überraschend, weil doch auch im Handball viele da bleiben, wo sie sind und seit 18 Jahren oder noch länger da ja tätig sind. Und ich freue mich drauf, ich habe eine tolle Mannschaft, die ich da kriege und es ist eine neue Aufgabe. Aber bis zum 18 ist, hat ein Sankoban gesagt. Okay, vielleicht noch ein Satz dazu. Hast du dir schon mal Spiele der Oberliga Niedersachsen angeguckt? Ist die Spielstärke in etwa vergleichbar mit der Oberliga Nordsee oder ist da, hast du da bis jetzt noch keine Erfahrungswerte? Gut, ich habe mir natürlich Spiele vom VfL Hameln angeguckt. Das heißt, ich habe ein Spiel live gesehen, ich habe 5, 6 Spiele auf Video gesehen, weil man ja auch über das Videoportal auch in die Oberliga Niedersachsen kann. Ich würde mir jetzt nicht anmaßen, die Spielstärke zu vergleichen, das weiß ich nicht. Gut, wir stellen natürlich jetzt auch, wenn wir über Hatten-Sandkrug und VfL Hameln, wobei der Vergleich komplett hinkt und ich eigentlich auch gar nicht möchte. Wir reden über Tabellenzweiten gegen Tabellenachten in der einen Liga und der anderen Liga. Das weiß ich nicht. Wir werden es aber rausfinden, weil wir, das kann ich schon sagen, am 6. September im Rahmen der Vorbereitung ein Spiel machen, das da lautet TSG Hatten-Sandkrug gegen VfL Hameln. Also ihr kommt hier hoch? Wir kommen hier hoch. Ja, schön. Man hat uns mit einem Stück Fleisch und einem Grill sozusagen gelockt und das machen wir auch sehr gerne. Ich habe mit Gunio darüber gesprochen. Es ist sehr schön für beide Mannschaften, weil man gegeneinander nichts mehr, in der Saison gegeneinander nichts zu tun hat miteinander. Und dann kann man so ein Spielchen mal machen und das ist vielleicht mal ein ganz interessanter Vergleich und dann ist deine Frage danach ja, je nachdem welche Verletzten sonst was sind, vielleicht auch beantwortet. Okay. Dann wollen wir, ich denke mal, den vorletzten gemeinsamen Hatter Handball-Talk. Den letzten werden wir vermutlich in der nächsten Woche noch durchführen, wenn alles glatt läuft, wenn das terminlich hinhaut. Auch unser Kameramann Jonas muss ja immer Zeit finden dafür. An dieser Stelle möchten wir beide uns, denke ich mal, auch bei ihm ganz herzlich bedanken für die Handball-Talks, die Runden, die er hier alle aufgenommen hat. Ich möchte mich zunächst mal verabschieden, bis zur nächsten Woche halt, und nochmal appellieren, kommt zum letzten Spiel hier auf der Trainerbank der TSG Hatten-Sandkrug sitzend und seht den Henning Sohl als noch Trainer der TSG bei der Arbeit zu, zur ungewohnten Zeit am Sonntag um 15 Uhr. Tschüss!